Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir machen einen Adventskalender auf mit Thomas und seinen Freunden. Und den kann man so aufklappen. Und dann hat man hier direkt, Moment, ich zeige das mal so, kriegen wir das überhaupt ins Bild, eine Bahnstrecke. Cool, ne? Und das ist, ich sehe gerade, das ist sehr einfach angeordnet. Es fängt hier oben mit 1 an und dann geht das so. Ja, das ist für kleinere Kinder, Mama. Nee, da steht 3 bis 99. Ja, so sehe ich ja nichts mehr, du Witzbold. So siehst du nichts mehr. Nein, du kannst das ruhig hinlegen, Hannah. Und ich mach schon mal 1 auf. Ja. Hast du gleich vorne eine Lokomotive? Wir müssen gestehen, wir kennen uns überhaupt nicht aus mit Thomas und seinen Freunden. Weißt du die Namen? Nee, weißt du aber auch nicht. Ich weiß, ich habe aber schon mal... Wer ist denn Thomas? Ist das Thomas? Oh, die sind sogar relativ schwer. Oh, wow. Und der trägt Päckchen. Weihnachtspäckchen. Weihnachtspäckchen. Warte, lassen wir mal... Lass ihn hier mal, nee, von hier oben und dann in die Richtung. Wie cool. Nö, nö, nö. Darf ich das nächste? Wir haben den. Nee, der hat eine Nummer 5 drauf. Du hast die Nummer 14 als Päckchen, trägst du. Das ist noch eine Lok. Ich glaube, hier sind 3 Lokomotiven drin. Der hat kein Geschenk. Vielleicht sind die auch gar nicht hier abgebildet. Weil das sind ja, hier sind ja viel mehr Lokomotiven abgebildet, als wir drin haben. Ja, ich mach das nächste auf. Ich krieg das bloß nicht auf. Mach du die 3. Vorsicht! Thomas und sein Freund verabschieden sich gleich. Die haben hier vorne so eine, wie so eine kleine Zange und hinten ein Nuppi und damit kann man die dann... Wir kriegen den Adventskalender nicht auf. Ich habe eine Lokomotive. Die 3. Ist das bestimmt hier Thomas mit den Geschenken? Ja, das ist der. Sag mal. Die haben beide nichts. Wow. Aber jetzt kommen ja die Waggons, Hannah. Wenn wir hier jemals rankommen. Ich mach noch eine Lokomotive. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte, wie viele sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin überrascht tatsächlich, dass wir jetzt schon 4 Lokomotiven haben. Ich mache Nummer 5 auf. Noch eine Lokomotive. Oh. Das ist tatsächlich noch eine. Nein, keine Lokomotive. Doch. Nein, guck mal. Dann müsste sie selber. Stimmt. Das heißt, die einzelnen Waggons haben auch Gesichter. Ja. Ich zeig dir euch ganz zum Schluss nochmal von nahem. Ah, okay, das wusste ich nicht. Oder es ist eine E-Lok. Ich kenne die. Nee, Elektro. Nein, es sind alles Locken. Es gibt nur Locken. Locken. Lok. Es gibt nur Locken, noch viele. Lokomotive. Lokomotiven. Loks. Das hat nichts mit Locken zu tun. Noch eine Lok. Oh, ein Mädchen. Also den Wimpern nachzuurteilen. Ja, das ist ein Mädchen. Jetzt frage ich mich, aber ob das nicht ein... Nee, du hast recht, es ist ein Waggon. Wobei das echt, der ist, aber der geht so ein bisschen hoch. Vielleicht ist das eine Elektrolokomotive. Für mich ist das ein Waggon hier. Oh, der sieht aus... Noch eine Lokomotive. Oh mein Gott, das ist Thomas, oder nicht? Ja, das ist Thomas. Ich denke auch, das ist Thomas. Der ist blau immer, ne? Man weiß es nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich besser wie wir. Wow, wie cool ist die denn? Wenn die jetzt auch noch leuchten würde, ne? Das wäre super. Wow. Wow. Lokomotive. Hilfe! Noch eine Lokomotive. Die hat Christbaumkugeln. Wir brauchen ein paar Waggons, Hannah. Besorg Waggons. Ja, bei welcher Nummer bist du denn jetzt schon? 13. 13, okay. Wir haben... Nee. Doch 13. Wir brauchen Waggons. Aber das finde ich schon mal cool, wenn jemand auf Thomas und seine... Noch eine Lokomotive. Thomas auf seine Freunde steht, ist das ja echt cool. Und die sind süß gemacht. Die ja zum Beispiel Schneesterne. Das sind alles Lokomotiven. Bei der bin ich mir noch nicht sicher. Das sieht für mich wie eine E-Lok aus. Ist das dein Ernst? Ich bin echt verwirrt. Ja, es gibt nur die. Es gibt nur Lokomotiven. Ernsthaft? Oh. E-Zug. Weißt du, wie die heißt? Kannst du es lesen? Rebecca. Rebecca? Stehen da Namen drauf? Nee, sonst nicht. Ah, der Weihnachtsmann kommt mit dem E-Zug. Hihi, wie cool. Aber wir das ist auch irgendwie was anderes hier. Das sieht aus wie so eine Reinigungsmaschine oder eine Teer- oder eine Kohlemaschine. Das ist eine Reinigungsmaschine. Also ich hätte ja gern noch einen Waggon, ich bin ganz ehrlich. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Maschine. Ich bin schon bei Nummer 20. Das ist ein Lebkuchen, eine Lebkuchenmaschine. Aber man kann natürlich auch die Lokomotiven aneinander hängen, das ist ja gar kein Problem. Nein. Ich habe bloß irgendwie automatisch mit mehr Waggons gerechnet. Oh, das ist nochmal Rebecca. Dieses Mal ist sie vollgefüllt mit Geschenken. Dann kann Rebecca ja nicht an Rebecca hängen. Dann hängen wir die hier mit dran. Ah, cool. Guck mal, die Reifen. Die Reifen, die Räder. Hilfe. Das ist eine Schnelldampflokomotive. Die hat auch eine Lichterkette. Ich bin beim letzten. Die muss ich euch echt gleich von Dichten zeigen, weil das ist so winzig alles. Jetzt weiß. Oder wir hängen alle an. Jetzt auch eine 1. Alle? Ja, alle. Das wird ein ganz langer E-Zug. Lokomotive meinst du? Ja. Komm, alle an mich hängen. Die kommen nach vorne. Warte, der kommt. Dann ist der Waggon der letzte. Ja, das ist der erste. Okay. Oh mein Gott, warte. Oh. Wow! Warte, ich glaube, die können sich gegenseitig. Die könnten quasi im Kreis fahren. Oh. Eine Lokomotive ist aus den Schienen gesprungen. Ah, cool. Wir fahren im Kreis herum. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und dann geht sie los, unsere Polonaise. Das kommt. Oh, könnt ihr das erkennen? Warte, nein. Ein bisschen krumm da unten, aber was ist das denn hier? Ich dachte, du wolltest ein Herz machen und nicht eine Brezel. So, jetzt lass uns mal gucken, ob die hier auch fahren können. Ich hab den Anhänger. Am lustigsten ist ja natürlich hier die Abfahrt, ne? Wuhu! Wir wollen zu dritt aus dem Weg. Tschut, tschut, tschut. Aus dem Weg? Unter dem Tunnel durch. Oh. Mann verloren! Oh, nochmal Mann verloren! Und da! Wow! Oh! Da waren es nur noch 22. Da waren es nur noch 20. Das macht man natürlich nicht, aber wir haben. Da waren es nur noch. Es ist nur Teppich, also die gehen nicht kaputt. Da waren es nur noch. Die machen einen sehr stabilen Eindruck. Nur noch. Sind das jetzt 24 hier? Das sieht irgendwie so wenig aus. Zwei, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Stimmt. Warte, wir merken uns den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19! Nur 19? Aha, aha. Die wollten nicht mitspielen auf der Party. Jemand ist durch die Röhre gefahren, warte. Durch den Tunnel oder was? Ich brauche jemanden. Oh nein, er ist weg, ich brauche noch einen. Er ist weg? Er ist auch weg, ich brauche noch 2. Die sind auch weg. Also passt da keiner mehr rein. Die verschwinden im Tunnel. Die fahren zwar rein, aber kommen nicht wieder raus, oder was? Die sind auch weg, die auch. Choo-choo-Bahn, wir sind die Choo-choo-Bahn. Choo-choo-Bahn, wir sind die Choo-choo-Bahn. Choo-choo-Bahn, wir sind die Choo-choo-Bahn. Choo-choo-Bahn, wir sind die. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.